Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Spider-Monster mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid. Mit dabei ist mal wieder die schwarze Katze, auch ein gruseliges Ding eigentlich. Hallo Tom. Hallo. Und It's Back Krennel ist dabei, der ist jetzt nicht wirklich gruselig, aber ja, schön trotzdem, dass du da bist. Und wir spielen heute Spider-Monster. Ich werde einen Multiplayer-Room für euch machen. Ich frage mich, ob Luca und ich einen Vorteil haben. Wieso? Weil wir das Spiel schon kennen und die Häuser auch kennen. Ja, gut. Das Monster, das hat einfach schon. Wir Angst gucken uns davor. Eben einmal ein paar Werbung an. Wir sehen uns sofort wieder, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt hier, der Room heißt Foxy's Room, ist für 3 Spieler ausgelegt. Wie geschrieben? F groß, alles andere klein. Foxy's. F-O-X, Y-S und Room und das auch direkt alles zusammengeschrieben. Und wir erwarten jetzt die Leute hier. Kenny, joined the game. Who are you? Where are you? Ja, so, Foxy halt. Oh, F-O-X-Y-R-O-O-M. Ah, ich hab nicht von Y auf. Moin zusammen. Oh, dann kann Alter, ich... Warum siehst du... Alter, was siehst du für große Melonen? Guck mal an dir runter! Hallo, guck mal an dir runter! Oh, Luca! Weißt du, ich fühle mich gerade wie diese. Wie Last of Us, diese 3 Leute. So, Leute, in welche Richtung gehen wir? Geradeaus. Ja, Kenny, okay. Ich glaube, Kenny hinterher. Wir sollten aber rennen, Leute. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, zum ersten Haus zu kommen, bevor irgendeiner von uns getötet wird. Kenny, du hast die Sprinthaste über dem Laufband. Warum hab ich denn über den? Ich hab den ersten Ölkanister, Freundes. Nein, das ist Gasoline. Gasoline. Boys. Oh Gott, Alter, scheiße, ich bin gegen die Wand gelaufen. Okay, ist hier noch ein Haus irgendwo oder war das das einzige, was hier ist? Ich glaub schon. Leute, kommen alle rein nochmal. Oh. Wir müssen uns jetzt einen Plan machen. Ich geh kurz raus, ich guck mich mal ganz kurz um. Ich luge hier also mal raus. Ja, und ich würde sagen, oh. Wir rennen. Hey, lass mich rein. Warte mal, bin ich auch ein Mädel eigentlich? Nein. Guck doch an dir runter, wenn du. Guck doch an dir runter. Ja, warte, dann kann ich ja erkennen. Oh. Lass das. Komm. Ja, der Luca hat wirklich Oschis wie sonst was. Kann ich auch mal sehen, wie das von außen ist. Luca hat wirklich Oschis wie sonst was. Oh, ja. Ja, geh mal zu Kenny. Komm mal her, ich komme hier. Mann, Kenny, du auch? Okay, Leute, let's go, wir gehen raus. Wenn es regnet, lauft. Wir gehen zum nächsten Haus weiter. Das ist da vorne. Ja, das renn, Jungs. Es ist etwas neblig. Oh, Blitz. Ja, scheißegal. Wenn das Viech kommt, dann kommt... Nein. Hier ist noch eins. Ich habe 2 Gasolines. Lol. Du Sack. Und hier ist noch ein Haus. Da geht Kenny jetzt rein, da komme ich auch mal direkt hinterher. Die hier gar nicht drin ist. Ja, manchmal ist original nichts. Das erste Haus, in das ich gehe, und hier ist nichts. Hier sind Betten. Möchtest du mir damit was sagen? Achtung, Leute. Okay, der Ring hat aufgehört. Vorsichtig jetzt. Ja, weil das Ding da ist. Ja, geil. Wir spielen das Game jetzt einfach durch. Der Pisser hängt da hinten beim Zug. Mir scheißegal, komm, wir laufen jetzt. Also an sich, das Ding ist nicht gruselig, aber es ist halt schon... Es ist schon... Einfach weiterlaufen. In der Mitte sind auch Häuser. Jahren. Da oben ist das nächste Haus, Kenny, da gehen wir jetzt auch hin. Ja, Leute, wir kriegen das hin, ne? Vorlaufen in einem Horrorfilm ist nie die Geschichte, die eigentlich in der Mitte kommt. Ich kann trotzdem gewinnen, weil dieses Teil einfach scheiße ist. Es kann nichts gegen mich tun.
Was heißt, du wirst gewinnen? Lass meine Scraps in Ruhe. Ja, Scraps werden angezeigt. Man kann wirklich also sagen, am Ende, wer die meisten Scraps hat. Hallo, was passiert? Da ist so ein Zugsymbol gerade bei mir. Ja, das habe ich auch. Was ist eigentlich dieses Zug mit der 2? Ich habe es nicht ganz verstanden. Da kannst du den Zug rufen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe gerade aus Versehen drauf getippt und jetzt ist der Zug halt nicht mehr da, wo er... Oh mein Gott, es kommt, es kommt, es kommt! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hilf aus, hilf aus, hilf aus, hilf aus, hilf aus! Oh! Der Pisser! Nein! Mach auf! Ich bin tot! Das war der erste, ja, Kenny, ne? Oh, ach stimmt, du bist ja im Zug gespawnt. Alter. Ja, ich fahr hier jetzt einfach alleine weg, Mensch. Ja, ja. Das Benutzen des Zuges ist nicht gestartet. Kenny, Tom, wir gehen weiter. Hier sind nämlich noch mehr Häuser. Haben wir Kenny eigentlich aus? Werde ich von Kenny gestorben? Ja, ja. Ich bin schon wieder tot. Nein. Doch. Der Junge ist einfach zurückgekommen. Hier, hier, ist er hier. Er hat mich gespawnt. Ich weiß, hier auch. Hier ist noch eine, Tom. Hier ist noch eine. Ich glaube, wir die Knarren im Zug benutzen, oder? Weil ansonsten komme ich jetzt nicht weg. Okay, gut, dann ich habe 2 Guesslines. Wir haben 3 Stück schon. Wie viel brauchen? Oh Gott, weg, 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 wieder rein, rein, rein. Oh Gott. Ja, ja, da ist auch, da ist auch, da ist auch. Ja, bei mir ist auch ein Helfer, hier ist auch einer. Keine Ahnung. Weil ich hab hier gerade auch einen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben bisher nur einen gehabt immer. Wir haben gleich zu mehr. Ich bin schon wieder fast tot. Ich glaub, das Ding ist Luca und ich haben nur Zuggeräusch gehört. Geh! Hey, die Tür aus dem Land gewinnt, Bastard. Hast du noch eins gefunden? Wie viele Gaslines haben wir? Wir müssen das ja auch wegbringen. Ich hab zwei. Kenny, komm zu uns zurück. Die erste Viertelstunde ist nämlich noch nicht rum. Ich kann nicht zurückkommen. Es geht nicht. Wenn ich jetzt einmal in die Richtung laufe, ist das Viech wieder da. Dann komm ich zu dir, Kenny. Dann komm ich zu dir. Ja, sehr gerne. Ich bin im ersten Haus. Und hab die Gaseline vom ersten Haus. Ja, wir werden so sterben, ne? Ich bin tot. Fuck. Rein, rein, rein. Rein da! Hier ist einfach auch wieder literally nichts. Ich hab Hälfte Leben, aber 2 Gaslines. Ah, ich hab auch 2. Okay, das heißt, wir haben es fast geschafft schon, ne? Wir müssen jetzt zu dem Bahnhof kommen. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich down, glaube ich. Dann wie bist du denn schon gestorben, ja? Zweimal, weil wir... Oh Gott, da kommt es, jetzt kommt es, kommt! Keine Ahnung. Okay, Leute, wir sind alle einzeln. Scheiße, Mann. Ja, so viel zu der Viertelstunde, ne? Ich glaube, das Spiel ist nach 10 Minuten um. Hat ja gut geklappt. Hat ja wirklich gut geklappt. Ich das nur, weil ihr mich ausgesperrt habt. Was? Das wäre nicht meine Schuld gewesen jetzt hier, hallo? Ich bin tot. Ich bin da reingelaufen und dann war auf einmal die Tür zu. Ich bin wieder tot. Leute, ich warte gerade kurz mal ab und an der Stelle nutze ich die Zeit einfach. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke, so werdet ihr keine weiteren Videos verpassen. Und schaut doch mal bei It's Back Crandall vorbei, der macht regelmäßig auch neue YouTube-Videos. Und auch schaut gerne mal bei Black Cat vorbei, der fängt Livestream-Projekte an, die er irgendwie nicht zu Ende kriegt. Scheiße. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil ich hab ihn zur Lok gelockt. Also. Das Ding ist, Katie und ich sind zu fest, ne? Ja, das Viech ist jetzt hier und wenn wir rausgehen, dann killt es. Ich hab auch nur noch Hälfte Leben. Ja, ich hab nur noch 0 Leben. Leute. Was ist das? Kenny, bist du tot? Bist du raus? Nein, noch nicht ganz. Ich hab 0 Leben. Also, ich hab auch nur noch 1 Leben. Schnell! Baller drauf! Baller, lo, ja, lo, 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 lo.
Hallo, seid ihr in der Lok? Nutzt ihr die Lok gerade? Hallo? Na, wir müssen wir. Nein, also wir müssen nicht. Wir fahren nicht mit der Lok, aber wir benutzen halt die. Wenn wir einmal rausgehen, sind wir instant tot, Luca. Wenn wir hier einmal raus sind, dann sind wir tot. Das war's nicht. Ist er hier? Ich glaub, erst bei Luca. Lass uns die Zeit nutzen. Okay, wir nutzen die Zeit. Kommt in meine Richtung wieder. Wir gehen in die Richtung gerade wieder. Oben ins Haus. Ich hoffe, der findet mich jetzt. Ich bin so tot. Ihr seid echt. Ich bin gerettet. Ich hab ihn gehört. Ich bin so tot. Ja, komm rein. Oh mein Gott. Danke, Schatzi. Alter, Tür zu. Das bringt halt absolut gar nichts. Luca, wir sind sicher. Bist du auch sicher? Nein, aber bei mir regnet es gerade noch nicht. Geh aber ins Haus. Wir müssen jetzt campen. Ich gönne, Leute. Ey, ich hab noch ein Leben, Kenny hat nur noch 0 Leben, also wenn Kenny stirbt, ist er raus. Wenn ich zweimal sterbe, bin ich raus. Luca hat noch alle Leben, soweit ich weiß. Ich hab gegönnt, ne? Ich hab 2 Gaselines aufgefüllt. Ey, ist bei Luca, ist bei dir das Ding? Nein, bei mir hat auch noch nicht geregnet. Na, aber wo ist dein Tunnel, wenn du schon aufgefüllt hast? Ich bin bei der Gaseline gewesen. Tom, sag mir mal, ob du das siehst. Was meinst du? Siehst du das nicht? Hat das keine Animation? Wo seid ihr? Ja, irgendwie raus. Unser Name. Drück, halt mal dieses Auge gedrückt. Ja. Ach so, du drehst dich. Da kannst du quasi während dem Rennen zurück. Auch sehr praktisch. Warum läufst du gegenüber? Leute, ich gehe ins nächste Haus. Also, ich habe schon 2 Gaselines aufgefüllt, Leute. 2 habe ich aufgefüllt. Ich habe 2 aufgesammelt. Wenn ich sterbe, nee, die verlieren. Dann, nee, wir haben ja deswegen sind nicht verloren. Die werden wieder spawnen. Ich muss Kenny beschützen. Wir müssen Kenny beschützen. Aber ich habe halt 2. Das ist halt einfach. Ja, ich habe auch 2. Wir haben alle 2. Wir müssen. Nee, ich habe ja schon 2 abgegeben. Ich habe gerade keinen mehr. Luca mal hier raus. Dann lass mal Luca rennen. Ich geh jetzt. Komm, scheiß drauf. Ich hab noch ein Leben. Ja, hier gibt's auch noch Gaselines, also von daher. Ja, ich nicht. Es regnet. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Du bist nicht tot. Du spawnst ja wieder. Ja, ich bin jetzt tot. Ich hab nur noch 0 Leben. Alter, was macht ihr denn? Ja, wir keine Ahnung, wie das Ding kennt. Wir werden hier getrappt. Er lacht sich so darüber schlapp, weil das Viech die ganze Zeit bei uns chillt. Kenny und ich können nichts machen. Vielleicht jagt das Teil einfach auch nur keine Frau mit Oberweite. Ja, true. Ich hab keine Oberweite. Vielleicht wirst du einfach als letztes. Ich werde bevorzugt. Gejagt und dann wirst du für Nachwuchs genutzt. Mit einem Haus. Ich soll Nachwuchs mit einem Haus zeugen. Von den Netz ausgedrückt. Ich frage mich, wenn Kenny und ich sterben, ob wir die dann fallen lassen oder ob die dann weg sind. Ich glaube, wir lassen die fallen. Oder die spawnen halt wieder. Ja. Warte nur auf Start. Ihr habt noch 1,5 Minuten, dürft ihr noch zusammen rumlaufen, danach müsst ihr euch aufteilen. Ja, Kenny, ich müssen kurz die 1 Minute noch campen. Müssen drauf hoffen, dass das müssen Ding bei wir nicht. Und ich wenn glaub, ich dabei sterbe. Aber wenn wir jetzt in 1 Minute auf Krampf das machen. Nein, ich bin tot. Baller los! Ich kann nicht, ich lauf einfach! Ins Boot, in endgültig. Bist endgültig tot? Kannst du noch zugucken? Ich weiß nicht. Kenny leave the game, okay. Kenny ist raus, Leute, aber Tom und ich sind noch da. Es geht noch weiter, aber Kenny, du kannst dir gerne. Ich bin auch raus. Nur noch du bist da. Kenny, du. Echt jetzt? Ich bin der Einzige, der noch lebt. Ja. Sorry, Boss. Wollen wir nochmal drehen? Wollen wir gleich nochmal drehen? Können wir gerne machen. Aber erstmal gucke ich, ob ich das jetzt hier beenden kann noch. Alter, ohne Scherz, das Ding ist so fies, ne? Vor allem schön, dass das Game so balanced ist. Das Ding campt nur bei mir und Kenny. Ja! Ich muss sagen, ich hab die Hälfte des Gasolines schon bekommen. Ja, die andere hatten den nicht.
Oh, fuck. Ich so richtig abgefuckt, so, ja, schön für dich. Nein, 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 oh Gott, nein, oh nein, 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 das lasse ich nicht zu, ich lasse nicht zu, ich darf nicht, ihr dürft mich nicht killen, nein! Tja, blöd gelaufen, ne? Drei Leben hat er noch. Weißt du, das ist jetzt das Ding, wir sind beide tot, das heißt, er nimmt sich jetzt das weibliche Geschlecht für den Nachwuchs. Die Frage, wie Luca das alleine hinkriegt. Ich will wissen, wie Luca alleine den Nachwuchs gezeugt kriegt. Imagine, du musst so Häuser aus dir rauspressen. Ich meine, ich bin immerhin Zweiter geworden, okay? Ja, wow. Aber ich habe schon, ich habe ja schon einen Großteil der Gasolines aufgefüllt. Ich habe ja schon die Hälfte, habe ich ja schon. Kenny ist Dritter geworden. Wir sind alle auf Treppchen geworden. Ja, wenigstens bin ich noch Zweiter geworden. Wenigstens habe ich mich gekümmert, dass wir nicht in einer Minute auch schnell noch irgendwo in irgendwelche Häuser rennen können, weil dann wären wir beide gestorben. Oh Gott! Ja, blöd gelaufen, das siehst du, wenn ich das Game. Nein, nein, aber ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot. Ich hab die Hälfte aller Gaslines aufgefüllt. Ja. Und ich habe schon die nächsten zwei. Okay. Ja, weil insgesamt auf der Map spawnen nämlich nur 8 Gaslines. Also zwei für jeden Generator. Stell dir mal vor, man würde das Game zu viert spielen. Ist das nicht übelst easy dann? Naja, wie du siehst, es ist ja, ihr werdet ja getötet irgendwie. Ja, aber wenn man den Zug halt nutzt, wenn man es halt richtig spielt mit 4 Leuten, dann ist das Game ja fast schon geschenkt. Wir könnten jetzt auch mal, Ich finde die Idee cool mit dem Zug, dass man den Zug halt nur wirklich in absoluten Notfall, so wie Kenny und ich das gemacht haben. Ja gut, also ich würde sagen, man darf den Zug nicht steuern. Also man darf von den Kanonen schießen. Aber man darf ihn nicht steuern. Man darf den Zug, ja genau, man darf den Zug nicht steuern. Aber man darf halt auch jetzt nicht im Zug campen. Ja, nur wenn man halt muss. Ich weiß aber, wofür das Zugsymbol ist. Das Zugsymbol gibt dir eine Orientierung. Ja, das zeigt dir, wo der Zug ist. Also das zeigt dir kurze Zeit an, wo der Zug ist. Das hast du aber nur zweimal im ganzen Game und brauchen wir halt gar nicht. Also du guckst dann auch so, wie wir werden. Du machst es doch zu besser. Leute. Oh, ich bin drin. Ich habe jetzt noch eine Bratwurst. Ich habe jetzt noch eine. Ich bin noch immer. Ich bin noch am Leben, Leute. Ich bin noch am Leben. Wie viele Leben hast du bis dato verloren? Bisher nur eins. Okay, sehr, sehr stark. Ich bin stolz auf dich, Luca. Du schaffst das. Oh Gott, das kommt hier rein! Ich darf das gar nicht hier rein! Oh mein Gott, nein! Nein! Digga, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, er ist nicht gestorben. Nee, ich lebe noch. Ich bin nur einmal bisher gestorben. Also hast du noch zwei. Nehme ich an. Also ich weiß nicht, wie das Game ist. Frauen haben mehr Leben. Frauen haben für jede Brust noch ein Leben mehr. Achso. Sowas nennt man. Frauen bevorzugt. Aber auch Brüste. Aber Männer haben keine Tees. Männer haben keine Brustwarzen. Also die. Also klar haben die. Hast Männer du, Brustwarzen. Hast du dich jemals im Spiegel angeguckt? Natürlich also, ich weiß nicht. Du hast nur das Bindegewebe nicht. Also wenn du keine hast, dann würde ich zum Arzt gehen. Ja. Und wusstet ihr sogar, dass Männer mit genug Übung auch Milch geben können? Ach du Scheiße, also, Alter. Jetzt wird's richtig weird hier. Ja, aber die Milchdrüsen werden doch erst aktiviert, wenn du ein Kind bekommst. Nein, warte. Nee, durch die Saugbewegung kann das stimuliert werden. Genau, also das wurde früher, also zumindest früher und heutzutage immer noch ein wenig in früheren afrikanischen Stämmen genutzt, also in diesen Urstämmen wird das häufig genutzt, weil Frauen sehr viele Kinder bekommen in Afrika und Umgebung. Und da
Ist das dann so, dass die Frau mit ihren zwei Brüsten nicht alle Kinder ernähren kann? Und das ist dann, dass bei den Männern trainiert wurde, dass die auch Milch geben können. Zwar nur ein Bruchteil von dem, was die Frau kann, aber es funktioniert. Das hätte auch Milch geben können. Nein, willst du nicht. Danke, Galileo. Jawohl! Also bisher bin ich noch nicht tot, Leute, und ich habe jetzt fast alle Gaselines aufgefüllt. Also von daher. So, man hört sie nur so also, jawohl! Ein Zug, der läuft, ist ja schon mal weird. Aber ein Zug, der aussieht wie ein Haus und läuft. Leute, Asylum 77 zum Beispiel ist auch so ein Game. Also ich versuche den Part jetzt, Leute, es auch innerhalb von 30 Minuten zu schaffen. Wenn ich den jetzt nicht schaffe, werde ich jetzt nicht weiterspielen an der Stelle, weil es ist ja entschieden, wer gewonnen hat. Ich versuche jetzt es nur... Es ist ja entschieden, wer gewonnen hat. Ja, ist... Ich wäre tatsächlich nochmal für eine Revanche. Also ich bin tatsächlich dafür, dass einfach Luca gewonnen hat und ich keinen Bock mehr auf das Game habe. Ja, das darf. Ich nochmal Asylum 77 spielen. Was ist Asylum 77? Auch so was ähnliches. Wo du auch gerade durchschnittlichen Sachen machen musst. Ich bin gleich so. Ich bin gleich sowas von tot, ey. Es ist auf jeden Fall ein Multiplayer-Horror. Noch nie gespielt haben, werden wir alle nicht wissen. Okay, ich bin tot. Was wird so geil? Ich mach das auch tot? Nein, das noch nicht, aber. Oh! Nee, aber das Monster kommt jetzt und ich bin hier. Ich bin ja am Eingang. Ich bin also so gut wie erledigt. Naja, wenn du einmal stirbst, dann wirst du mehrmals sterben, weil irgendwann kämpft es immer noch vom Eingang. Auch jetzt für 2,20 € 4 billig Horrorspiele. Und die werde ich dann einfach in einem kleinen Zusatz, in ein paar Zusatzparts halt bringen. Ich habe eine Asylum runtergeladen. Okay, aktivieren wir schon mal die ersten drei Generatoren. Ich wollte eigentlich darauf warten, bis dieses Kiwi 64 wieder ins Sale kommt, aber dann hole ich mir nächsten Monat einfach noch eine Steam-Karte. Oder wir spielen noch in der Dings der Granny. Aber Granny kann man nicht zu zweit spielen. Doch. Granny's House kann man nicht zu zweit spielen. So, ja, Granny's House ist aber auch nicht geil. Granny's House ist halt echt nicht geil. So, ja, dann lass uns wieder. Multiplayer-Horror. Asylum 7. Okay, Leute, also. Ein Generator muss ich noch ankriegen, das heißt, ich brauche noch zwei Öl. Wie hatten wir das nochmal mit den Milchkits? So, ich bin jetzt wieder im Haus, in einem Haus drin, Leute. Alter, also Leute, ich hab... Versuchen wir uns dann noch was, wo wir auch... Also hier zum Beispiel entweder Eis, sieht gut aus. Ja, können wir machen. Wie war das nochmal mit dem Witchkids, die sich in Öl baden? Wäre ich auch, wäre ich wert für, aber wie ihr gerade ja mitkriegt, gerade flexe ich die, gerade trickse ich dieses Spiel aus.
Jahre alt. Einfach. Du kannst mal wieder nur umschrecken. Ich spiel mal eine Runde, um mich ein bisschen in das Spiel einzufinden. Asyl und whatever. Ja, warte, dann lass mal zusammen machen, weil ich habe auch noch nie gespielt. Ah, das ist sowas wie Phasmo? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mehr Phasmo Spieler? Ist geil. Nur mit Waffen. Hast du einen von mal aufgekommen? Ich stell mal immer auf Multiplayer. Dieses Game, also, ich. Opa. Lebenslauf. Geheimes Spiel erstellen oder schließe dich dem geheimen Stand? Oder warum soll ich mein Fingerzeit in meiner Werbung? Ich mach mal ein Spiel und lade dich dann ein. Ja, mach mal mehr Spieler. Name. Okay. Geheimes Spiel erstellen. Oh, wir müssen. Leute, wie gehen wir? Verstecken uns hier oben mal kurz. Dann geh mal auf Beitreten oder was da steht und dann gib mal 1, 2, 3, 4 gleich ein. Spiel beitreten, oder? Schließe dich dem geheimen Spiel an. 1, 2, 3, 4. Europa, ne? Ja. Oh mein Gott, was ist denn da? Leute, wir sind wieder im nächsten Haus drin. Ey, es ist wunderbar, wir schaffen das hier. Also, ich denke, ich krieg das hier noch hin. Wir spielen schon das andere Game. Der Junge ist immer noch da dran. Ich lebe noch. Ich lebe noch, ne? Ja, sehr schön. So, voll komplett genervt, sagt er so. Ja, ist das schön. Achso, du musst meine Karte aussehen, ne? Eine Gasoline habe ich schon, Leute. Ne? Ich brauche doch eine Gasoline, dann habe ich dieses Game gewonnen. Sehr schön. Ich habe jetzt die erste ausgewählt. Nein, nein, die ist rote. Das rote musst du nehmen. Ja, ja. Ich muss kurz irgendwie los bei mir gerade. Es lädt. Ich will nicht, dass es. Es lädt. Danke, Merkel! Merkel! Alter, meine Eltern müssen sich denken, was habe ich für gemacht? Ja, was haben wir für Sohn aufgezogen? Das rote Europa. Tap on doors. Mir fehlt eine. Ja, eine Gasoline fehlt mir noch, dann habe ich es geschafft. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich dabei sicher, dass das der Name dieses Raums ist und nicht das Passwort. Warte mal. Lebenslauf? Lebenslauf. Warte mal ganz kurz, ich gehe nochmal zum Hauptmenü zurück. Ja, nochmal zurück. Hier ist keine dran. Oh nein! 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 Ah. Verdammt! Ah Gott, Alter, ich bin gestorben. Teile diesen Namen mit deinem Freund. Dann sag ich jetzt mal 4-4-4-4. Ah ne, warte, ich nenn's jetzt einfach mal 6, 5, 4, 3. Oh Gott, nein, ich schon wieder. Ah! Ich sage nein, nein, nein. Okay, ich bin ein Leben habe ich noch, Leute. Ein Leben noch, ein einziges. Noch nicht. Okay, Leute, wir kriegen das hin, Leute, wir schaffen das. Ich habe gerade ich musste gerade eine Werbung viermal wegklicken, ohne Spaß. Ohne Spaß. Voila Krise. Voila Krise. Alle Hilfe haben ihn hoch, aber selbst war zu lieben, ja. Merkst du dir. Ja, aber sicher. Alter Leute, ich glaube, wir schaffen das. Entweder schaffen wir das jetzt hier oder wir schaffen es halt nicht. Ich bin eine Gasoline entfernt von meinem Sieg. Fuck.
Ich lebe noch! Ich lebe noch! Leute! Ich kann zu schießen. Ja, also ich kann halt nur schießen, weil ich nicht auf kann. Ich werde einen Shotgun. Du müsstest dir gleich ohne Shotgun spielen. Ich knall es ab. Aber diese Handysteuerung ist doch Bullshit. Ich laufe dir einfach weiter, ja. Ich beeil mich ja, Leute. Ich renn. Ich bin noch da. Ich versuche es noch. Ich gebe noch nicht auf. Hab ich eigentlich auch eine Waffe genannt? Nein, hast du nicht. Die kann man am Anfang halt aufheben. Das hat nur eine. Hier ist auch eine. Hier ist auch keine. Ich bin schon wieder fast gestorben. Oh mein Gott, ey. Leute, das ist ja wie. Ihr seht, heute ist Horror-Session. Die anderen sind schon wieder in einem anderen Game drin. Aber nein. Ich habe gesagt, ich mache das hier noch bis ich. Alter, was war das für ein komisches Vieh? Die letzte Gasoline muss doch hier sein. Das wird lustig. Aber ich mache mir jetzt erstmal einen Toast, ne? Okay. Leute, ihr kennt mich, ich mach mir jetzt erstmal ein schönes Buttertoast. Nein, kein Buttertoast, ein Butterbrot. Yeah. Einkauf. Und dann. Ein K Buttertoast. Ja, ein K Buttertoast. Nicht ein K einkaufen, hab ich gerade gesagt. So. Ja, ich geh kurz Buttertoast einkaufen. Um wie viel? Um 23.42 Uhr. Bei welchem Supermarkt denn? Leute, ich finde das Zeug nicht. Wo ist denn das eine abgeblieben? Ich sag dir eine Sache. Vielleicht kriegst du ja genug Energie daraus, wenn du einfach in den Kanister bist. Ich weiß schon, dass ich eine Frau bin, oder? Ja, also. Als ob Frauen nicht pinkeln. Ja. Oh, no! Nein! Diese Tricks. Ja. Die gibt's doch. Es gibt doch. Warum sollte eine Frau nicht im Stehen pinkeln können? Ja, weil das halt Wundzahlung. Ja. Alles. Ich habe 14 Scraps, aber mir fehlt immer noch die eine Gasoline, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle würde ich das Game jetzt noch weiterspielen, würde ich irgendwann safe die Gasoline finden, aber das sprengt den Rahmen unseres Games. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal bei einer neuen Challenge wieder, wenn es wieder mal heißt Spider Horror mit Interfox, Black Cat. Und ja, it's Black Friend. Haut rein, macht's gut und tschüss.